Gut. Epona, wir sind wir hier. Eben noch mal kurz mit dem Stall vorbei und dann schauen wir weiter. Stall am Fluss. Terry, hast du was Brauchbares für mich? Wow, sieht da ein Rüstungskäfer in ihre Tasche? Rüstungskäfer, waren Sie gewillt, von ihnen zu trennen? Natürlich, Abwehr. Nein, danke. Ja, jetzt hör auf zu grummeln, also verkaufen wir was. Das ist immer so eine Haupttätigkeit, Freundchen. Zitterflügler? Na, geil. Lass ihn mal gut sein. Schrein haben wir jetzt aktiviert. Wer bist du denn? Parisi, warst du schon mal im Schloss nördlich von hier? Schloss Hyrule soll vor 100 Jahren zerstört worden sein. Man findet dort viele alte Waffen und andere Schätze, aber daher bin ich dort einige Male auf Suche gegangen. Unter ihnen ist erstaunliche Waffen gegeben, die sogenannten Ausstattung der Leibgarde. Unter der Sammlerin sind sie sehr bekannt, einmal nur möchte ich sie sehen. Seit dem seltsamen Nebel erschienen ist wimmelndes Dorf von Monstern und diese Maschinenwesen. Für mich ist es gefährlich geworden, mich dort herumzuheimen, aber es sollte es die Umgebung besser auch meinen. Die schwarze Serie. Epona, komm! Gott, sehr schön. Mongus. Ach so. Gut, 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 gut. Ja, ist gut. Komm. Sind von Schloss Hyrule gesagt. Muss eigentlich hier irgendwo sein, aber. Hier erstmal zum Pferdegott. Da ist die Brücke. Hey, da Reisender. Oh, Reisender, die Sterne sagen mir, dass du eine schwere Bürde trägst. Du hast einen Blick auf etwas, was sagen. Aber als könnte deine Sorgen mildern. Soll ich die Zukunft aussagen? Gerne. Sehr gut, dann hör meine Worte. Ich sehe Dunkelheit. Eine Dunkelheit, die dich verschlingt. Die Dunkelheit, wenn dein Lebenslicht erlöscht. Stirb! Das war aber auch schon lange her, also dass ich mal einen von eurer Sorte wie gesehen habe, also Freundchen ja. Nice Epona! Rüber zu Epona gehauen und Epona den so gut wie den Rest gegeben. Und tschüss! Der kann ja einfach mal gar nichts. Keine Fee, keine Heuschrecke, nö. Gut, da ist die Brücke, da wollen wir hin. Oder komme ich auch. Nee, ich kann auch einen anderen Weg reiten. Ich muss nur die ganze Richtung Süden bleiben. Sprich, dem Weg folgen. Da vorne, die Brücke. Terry, warum läufst du hier nachts eigentlich durch die Gegend rum? Da hinten. Achso, ein Krokrätchen. Wie aktiviere ich das nochmal mit dem Fächer? Oh! Entschuldigung, Epona! Keine Ahnung, geht irgendwie nicht. Ach, jetzt. Vielleicht soll ich einen anderen Bogen nehmen. Die haben ja aber einen hässlichen Flug. Ey! Gut, und der letzte. So, was macht ihr da? Macht ihr die olympische Ringe nach? Also für Olympiade bin ich schon nicht geeignet. Du scheiß Drecksballon! Danke! 30 Pfeile im Wald, aber hey! Gut, weiter geht's. Die lasse ich mal in ihr Spaß haben. Gegner müssen ja auch immer mal schlafen. Rote Brücke.
und ich bin ein bisschen abgekommen. Na gut, da geht's auch gleich weiter. Also, Moment, ich muss doch zurück. Epona, komm schon. Irgendwo will ich schon landen. Epona, rein weiter. Willst du nicht hier stehen bleiben? Da, das ist doch die Hylia-Brücke, oder nicht? Mal. Nächster Kandidat. Was ist das denn? Sind das Eiche? Was haben die Crocs hier für hobbylose Spiele? Die schmeißen Eicheln durch die Gegend rum. Egal, ich will jetzt konzentriert bleiben. Müsste eigentlich gleich ja hier sein. So, Stahlruine. Da ist auch schon eine Drache. Langsam aber sicher bin ich doch auf dem richtigen Weg. Na, das ist auch wahrscheinlich wieder so ein Sammler, aber ich bekämpfe ihn trotzdem. Ich frage mich einfach immer wieder, der Meister Koga nicht schnuckelig mit einem pummeligen Bäuchlein? Ja. Wird doch mal Zeit, Leute, ihr könnt euch ruhig mal ein anderes Hobby suchen, wirklich. Na komm her. Finde ich lustig, eben warst du noch eine Frau, Kollege. Ich bleib einfach auf der Stelle stehen und er trifft mich nicht. Ich rühre keinen Finger krumm und er trifft mich einfach nicht. Was für ein Trottel. Er hat eindeutig den falschen Beruf ausgewählt. Soll lieber Bauer bleiben. Dann machen wir noch was Gutes und ist man nicht so eine Pfeife wie der Typi eben. Ich meine, sorry, das ist doch wahr. Also wirklich. Habt ihr sowas schon mal gesehen gehabt? Möchte gern Killer will euch umbringen. Ihr rührt euch nicht und er trifft euch nicht. Das ist doch schon irgendwie traurig. Hylia-Brücke. Ist hier eigentlich noch irgendwas Interessantes? Da oben vielleicht. Aber ich will hier konzentriert bleiben. Ich möchte jetzt mal mein Ziel ankommen. Ich glaube aber, ich habe schon eine Schuppe von ihm. Ich hoffe, sonst kann ich mal schön im Weg latschen. Platz da! Ich hab gesagt, kein Platz da! Sag mal, gehst du mal von Epolas Arsch weg? Was bist du denn für ein Perverser? Habt ihr gerade die Fresse von ihm gesehen gehabt? Das kannst du ja hier schon als sexuelle Belästigung. Arme Epona. Gut, wir müssen einfach nur den Weg hier weiter reiten. Da müssen wir eigentlich ankommen, wohin ich will. Aber wo ist eigentlich der Typi jetzt mal? Ich könnte mal echt gut mal wieder ein bisschen größeren Slot gebrauchen für Waffen. Fallon Waldmündung. Der scheint mir aber keiner von denen zu sein. Hey! Ich frage mich, hier trifft man nicht oft an der Reise. Wo soll es denn hingehen? Nach Süden, denke ich. Oh, da will ich auch hin. Dann willst du zur Premiere vom Firone, oder? Ah, ich habe meine Gründe. Vor einem Jahr habe ich mein geliebtes Pferd verloren. Und die Peri vom Firone soll das eine Quelle geben, an dem man Pferde wieder zum Leben erwecken kann? Was?
Danke, ich versuche euch weiter daran zu glauben. Eine Quelle, die verstorbene Pferde zum Leben holen kann? Ach, apropos mal, verstorbene Pferde. Ich glaube, ich könnte ihr Epona mal ruhig mal ein paar Äpfel geben, ne? Hier, mein Mädchen. Schnauze! Gut, weiter geht's. Führe Fälle, Anlegestelle, Peri von Fyron. Mhm, da geht's einmal lang. Ich muss aber hier den Schlangenweg nehmen. Okay, hier geht's lang. Epona, Weg, nicht Stein! Eine Quelle, die verstorbene Pferde wieder zum Leben erwecken kann. Guck mal, das ist sogar ein Reiterhof. Nice. Und schreien, kann ich gleich mal als Besuch abstatten. Servus. Stall in der Hochebene. So, Terry, was hast du denn? Terry, aufwachen! Hallo, willkommen! Was? Hey, hey! Oh! Nein, du kriegst ihn immer noch nicht, verdammte Kacke! Du bist ein Mist. Ja! Wow! Yay! Gut, einmal kurz rasten hier und dann geht's auch schon weiter. Ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn es mal wie so ein Kampfschrein gekommen würde. Das wäre nice. Danke. Wo ist denn der Zeichner denn jetzt wieder hin? Da ist er ja. Oh, gut, gut. Eine Quest. Bist du das erste Mal hier in der Gegend? Ja. Verstehe. In dieser Ebene leben viele starke Wildpferde. Früher gab es hier auch einen Nomaden, aber... Wie du siehst... Ist die Ebene jetzt in der Hand von berittenen Banditen? Ach, die hau ich weg. Ich wünsche, jemand würde sich mit diesem kümmern. Klar, wirklich? Das wirst du tun? Dann wünsche ich dir viel Erfolg. Also bitte. Mhm, die kriege ich schon im Wien. Hallo, sind wir jetzt wieder? Ja, ich bin immer noch auf Reisen. Sag mal ja. Zwei kleinen Statuen. Auf dem Bild und im Hintergrund ganz klein die Hylia-Brücke. Der Winkel nach dem Urteil könnte erst im Nordosten des Hylia-Sees sein. Entweder Parunberg oder noch etwas weiter östlich. Gut, den Namen kann ich mir merken. Ja, das reicht mir ja schon. Komm, Epona, es gibt Arbeit für uns. So, gönn ich mir mal ein bisschen Spaß. Servus, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu... Es gibt eins aus Maul! Kommt her, Freunde. Warte mal, haben die jetzt gerade Epona in ihre Gewalt? So ja nicht, Freunde. Sorry, ganz ruhig, ganz ruhig. Mist. Sorry, Pferdchen. Gute Nacht. Nacht habe ich gesagt, verdammter Mist. Waren das alle? Also die Pferde scheinen jetzt zumindest wieder frei zu sein. Nee, da hinten ist noch einer. Na, komm her, mein Freund. Komm her.
So, Wurmkarton, das müssen alles gewesen sein. Jo! Bist du nicht Epona, aber du warst gerade am nächsten dran. So, schenke ich der Oma noch ein Pferdchen. Hier. Hab noch ein Pferdchen, frei Haus. So. Hast du ihn von hier vertrieben? Hier bitte, dass mir was tun kann. Fettkarotte, nice. Wenn du deinem Pferd gibst, wird es dich freuen. Pferde sind ganz verrückt danach. Ich glaube, Epona hat es sich auch verdient, würde ich sagen. Aber zu später. So. Gut, wo geht's denn jetzt weiter? Da oben ist so der Schrein, den könnte ich eigentlich mal eben schnell machen. Gott. Kamaka-Schrein. Ich glaube, ich nehme schon bestimmt über 2 Stunden gerade auf. Neue Wege. Wollte meinen, komm doch durch. Okay, der scheint sehr groß zu sein. Hallo? Gegner? Hallo? Ach so, das ist ein Irrgarten hier. Alles klar. Monat? Übst. Ach, das ist so ein... Hallo, Freunde! Au, hey, auf zu schießen! Na, ich muss auch... Ja, ich will noch was ausweichen. Üben blocken kann ich, aber ausweichen. Ja, zurück zum Absender, Freundchen. Ey! Wieso krieg ich das nicht mehr hin? Boah, ich krieg's nicht mehr hin, ey. Also. Wenn's nicht anders geht. Eine Truhe. Das ist ja nett, aber ich glaube, helfen tut es mir nichts. Oder? Nö, nicht wirklich. Was erfassen? Was kann ich denn erfassen? Achso, das wird nur generell gezeigt. Alles klar, neue Wege. Ist bisher nur ein Weg und der bringt mich zur Verwirrung. Was ist denn das? Muss ich... Ja, das haben wir nicht gehabt, oder bin ich jetzt?
Ach so, ich muss da einfach nur rüber. Keine Ahnung, was es mir gebracht hat, aber okay. Achso, da sind noch... Oh, brauche ich das vielleicht, damit ich jetzt die Tür voll aufschlagen kann. Ach nee, ich habe die Tür einfach rausgenommen. Das ist jetzt schon wieder so anfängt wie beim ersten gerade. Dann habe ich ein Problem. Toll. Ja, ich hab's so mit meinen Türen, ne? Jetzt müssen wir auch noch rüber jumpen. Geht doch bestimmt runter, oder? Ach. Oder nicht? Also die Truhe habe ich runtergegrillt, das ist schon mal nice. Wo ist die Truhe denn jetzt denn geplumpst? Da. Kann ich einfach so rausnehmen, ja lol. Er rechnet auch schon mit sowas, ey. Kann ich mir einfach so einen Block rausnehmen. Nice. Oh, da ist noch eine Truhe. Was für ein gemeines Versteck, ey. Hab ich nur den Zufall gefunden. Jawohl, Katsching. Ja klar, jetzt haut es hin. Noch irgendwas versteckt? Nö. Jetzt haut es immer hin, ey. Gut, jetzt sind wir draußen. Epona kann ruhig auch kommen. Ach, die ist ja schon. Halt, Epona! Hier geht's lang! Hier geht's lang!
Danke. Gut, ist noch irgendwas Interessantes? Nö, nee, nicht wirklich. Auf jeden Fall geht's hier weiter. Eine Weggabelung. Ich heile mich jetzt mal hier entlang. Und ich habe mich richtig entschieden. Ups, sorry, Puna. Kann ich mitnehmen? Das ist einfach nur Deko. Gott, weiter geht's. Was ist das denn? Brücke des Pferdegottes. Es gibt einen Gott der Pferde? Okay. Langsam glaube ich bin gar nicht mehr auf dem Weg zum Dings. Ach, guck mal an. Das ist eine Fee. Hallo, große Fee. Hey. Du. Junger Mann, das hört sich an wie Schmuck von Ashira. Bitte hör mich an. Ich bin, ach, nenn mich Marlon. Marlon? Musstest du je den Schmerz allein eines geliebten Pferdes verlieren? Wenn ich meine Kraft zurück hätte, könnte ich dir vielleicht helfen. Ich brauche nur Rubine. Fast gar kein Betrag, das ist zu klein. Ich brauche nur 1000 Rubine schnell. Wenn ich meine alten Form zurückgerufen habe, werden Pferdefreunde Grund zur Freude. Nun? Wenn du Rubine hast, gib sie mir schnell. Damit ich meine Kraft zurückbekommen kann, brauche ich 1000 Rubine. Ja. Danke, mein Retter. Ja, sie ist zurück. Meine Kraft. Welche alte Schabacke kommt da jetzt rausgesprungen, bitte? Das sieht aber ein bisschen giftig aus. Was zum Teufel bist du denn? Boah, es war ganz schön lange in dieser Knospe eingesperrt. Ich habe überall Krämpfe. Hast du mich befreit? Das sind mir aber... Was? Bist du ein Geist? Ich bin Marlon. Ich bin der Gott der Pferde. Für meine Befreiung hast du dir eine Belohnung verdient. Was mache ich da am besten? Soll ich dich fressen? War nur Spaß. Ich bin ein alter Spitzbold. Das sieht irgendwie cool aus. Wenn du mein geliebtes Pferd durch einen Schicksalsschlag verlierst, kann ich es ins Leben zurückholen. Wenn dagegen mutwillig ein Pferd um sein Leben bringst, dann erwarte keine Gnade von mir. War nur Spaß, lass mal mich mal sehen. Du kümmerst dich um deine Pferde, sie scheinen alle wohl auf zu sein. Der Band der Freundschaft zwischen dir und den Pferden ist außergewöhnlich. Teile weiterhin dein Leben mit deinen Pferden, lebe in vollem Galopp bis zum Ende. Was zum? Dein Ernst? Kollege! Ja, toll. Epona, was haben wir hier? Was ist... Also, ich habe mit Film gerechnet, aber so ein komischer Geisterpferdegott, nee. Aber für Spieler, die wirklich an ihr Pferd hängen, ich weiß nicht, was es später noch für Sachen gibt, ist das schon cool gemacht. Gott! Dem Pferdegott haben wir es an Marlons Quelle... Moment, kommen wir da irgendwo hoch? Wenn das eine Quelle ist? Ich glaube nicht, dass da oben was ist. Würde mich wundern. Gut, die Pferdegott, die mir auch seht, das Pferdegott, dann müssen wir nicht. Aime Plateau. Paraküste, Komole Strand. Eigentlich. Ja, was ist dann? Ich glaube, so richtig viel gibt es hier gar nicht mehr. Ich weiß, eine Sache können wir noch machen. Wir könnten Impa einen Besuch abstatten. Sobald ich weiß, wo Impa war. Verdammt, da bist. Jo. Machen wir mal. Und holen uns die Belohnung noch ab. Dann haben wir wenigstens das. Und im nächsten Mal schauen wir dann, dass wir noch die Dings finden.
Die Erinnerung vom Trainingsgelände, was ist das Trainingsgelände oder Zeremoniengelände am Schloss? Dann würde ich mich auch gerne auf den Weg machen zu Gerudo. Weil wir haben jetzt eigentlich schon gut was erkundet, würde ich sagen. Gott! Ja, ich bin doch schon angekommen. Dankeschön. Ich mache aber mal mehr Ausdauer. Herzen haben wir jetzt schon aufgehabt. Aber so ein halben mehr könnte uns bestimmt nicht schaden. Ausdauercontainer. Nice. Alles mein Äpfel. Gut. Weiter geht's. Hey, Bayer. Link. Wie geht es euch? Kann ich irgendwie hier sein? Also, nee. Du gibst nicht. Die hat dann wohl nichts verletzt, den Impa. Oh, du hast die Mifas Kraft erhalten. Das war das erste vor Anfang. Was? Das war aber erst der Anfang. Aber du hast Ganon einen der Titanen drissen. Ich danke dir. Mifas Kraft ist die Heilung. Sie wird dich beschützen, wenn du deine Kräfte schwinden. Es bleibt dir noch der Titan Vamedo, der Ravali vom Volk der Oni befehligt. Und von Naboris, der die Gerudo Urbosa steuert. Und auch der Titan Farundina musst du noch finden, der Krone darum befehligt. Also die Oni werden eigentlich jetzt nächstes dran, weil wir machen ja die Grodos. Mhm. Hier solltest du Hinweise zu ihm finden, was hier noch bevorsteht. Also ganz oben Norden scheinen die Grodos, also die Oni sind anscheinend ganz links. Weil da oben ist der Todesberg im Norden. Ich weiß nicht warum, ich zeige gerade mit dem Finger auf den Monitor und ihr seht das nicht. Ja, und unten ist die Gerudo-Wüste, da wollen wir jetzt nächstes Jahr hin. Ihr solltet Hinweise zu finden, ja, uns noch bevorsteht. Du bist ja das, nein, ganz Hyrule, einzige Hoffnung. Es gibt kein Zurück mehr, folge deinem Herzen und erfülle dein Schicksal. Mach ich, aber wir haben noch ein Foto. Du erinnerst dich vielleicht nicht daran, aber du bist gerne bereits einem unterlegen. Du musst sorgfältig vorbereiten. Ich will mich erinnern. Selbsterinnerungen sind deine Erinnerungen. Schau dir Orte an, die Fotos an und dann kannst du dein Gedächtnis vielleicht zurückerlangen. Wenn du alle gefunden hast, kehre wieder zurück zu mir. Ich kann dir mit meinem Wissen behilflich sein, wenn du fragst. Warte mal, ich kann nur... Wenn du sie alle gefunden hast, kehre wieder zurück zu mir. Ach so, ich kann mir gar nicht jedes Mal was abholen, ich muss sie echt alle haben. Das ist ja blöd. Dieser Anblick macht mich fast etwas wehmutig. Dieses Reckengewand war vor 100 Jahren fast so wie ein Teil von dir. Es kommt mir vor, als wären wir wieder zurück in jeden Tag gereist. Link, rette die Prinzessin. Rette Zelda. Mache ich. Aber Freunde, das machen wir jetzt im nächsten Part. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ja, wir schauen uns beim nächsten Mal einfach mal in Nähe von Schloss Hyrule um. Und dann geht's auf Weg zu Gerudo. Bis zum nächsten Mal. Bis denn. Ciao.